So, willkommen in einer neuen Session, eine neue Aufnahmesession, wollte ich sagen. Wir verlassen mal diesen gastlichen Ort des Handels und fliegen ins All. Das geht relativ einfach. R2 drücken und festhalten. Schon sind wir im All. Und wir müssen ja immer noch unseren Hyperantrieb bauen. Dazu brauchen wir Heridium. Genau das war der Plan. Hätte ich wieder vergessen. Also wir suchen Heridium. Das wird sich sicher irgendwo finden. Auf einem Planeten. Wir wissen ja inzwischen, wie das aussieht. Also 158 Stück brauchen wir noch. Oh, ist auch nicht schlecht. Ah ja, genau. Tamium 9. Damit sammelt man wenn man auf Asteroiden schießt, sammelt man Rohstoffe. Unterschiedlich da. Das ist ein großer Brocken. Ich hoffe... Oh ja. Oh, ist auch ein großes Loch, was wir da reingeschossen haben. Und Tamium 9. Das brauchen wir zum Aufladen unseres Antriebs. Da, genau. Fum, 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 fum. Nochmal Tamium 9. Also so kann man relativ schnell an solche Rohstoffe kommen. Es, jetzt müssen wir allerdings... Heridium sammeln. Kaufen konnten wir es nicht in der Raumstation. Jedenfalls nicht mehr genug. Also die hatten einfach schlicht keins mehr. Jetzt laden wir den Impulsantrieb auf mit dem von uns gesammelten Tamium. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hinfliegen. Ob wir nicht ein bisschen Tamium finden. Heridium finden. Im Grunde ein großes Wirtschaftsspiel, aber ich glaube, es geht alles in diesem Universum. Ich finde es mega geil, ehrlich gesagt. Ich könnte den ganzen Tag dieses Spiel spielen. Tue ich ja auch im Grunde genommen. Lupa Falykel. Das klingt so ein bisschen isländisch. Ella Fjella Jöckel. Da fliegen wir jetzt mal hin. Da gucken wir mal nach Iridium. Diese irren Entfernungen, ne? Und guck mal, wir fliegen irre schnell und das Ding wird praktisch nicht größer. Doch, es wird größer, aber nicht so richtig. Also, wir erkunden jetzt mal diesen Planeten, nicht den ganzen vielleicht. Oh, wir schlagen jetzt mit Lichtgeschwindigkeit auf der Oberfläche ein. Das wäre auch nicht so gut. Ja, müssen noch ein bisschen. Ich glaube, während dieser Geschwindigkeit kann man nicht schießen auf die Asteroiden. Da sind viele Asteroiden da. Ich weiß nicht, ist das so normal oder ist das jetzt nur in diesem Universum so? Das ist so eine hübsche Insel. Da können wir dann mal landen. Mich würde echt interessieren, ob sie, das hatte ich ja schon angesprochen, ob sie wirklich alles schon generiert haben. Oder ob das zufällig generiert wird, sobald man es anfliegt. Guck mal, da ist doch was mit Fragezeichen. Da können wir doch mal hinfliegen. Also, das wär, also so würde ich das programmieren, weil das spart enorm Speicherplatz. Wobei, das ist dann unkalkulierbar natürlich groß. Landen wir doch mal, oder? Ja. Na gut. Also das wird doch unkalkulierbar groß, wenn man es nicht... alles sofort generiert, aber wenn man es generiert, ist es gigantisch groß gleich zu Anfang. So, Planet Lupa Falykel. Erstmal speichern unsere Entdeckung. Ich glaube, das ist am Ende lebenswichtig, dass man immer alles speichert. So, Heridium brauchen wir. Wir haben aber einen Gagnip gefunden. Auch nicht schlecht, aber Heridium wäre angesagt. Plutonium, ja, auch nicht schlecht. Ich brauche aber Heridium. Wir wissen ja inzwischen, Heridium sind so senkrechte, schwarze Felsen. Also das muss ja möglich sein, die zu finden. So, Plutonium noch eingesammelt. Diese roten Punkte sind offensichtlich Lebewesen. Sieht ein bisschen dinosaurierartig aus.
Offensichtlich gibt es radioaktive Strahlung. Das sieht man da am, am linken Rand mit dem radioaktiven Symbol. Jetzt. Ein Pomeski Taigetop oder so ähnlich. Keine Ahnung, ich kann die nicht aussprechen, die Viecher. Das ist wahrscheinlich ein Baby davon. Ja. Immerhin 200 Units habe ich dafür bekommen. Den kennen wir schon. Aber die sind scheinen friedlich zu sein. Jedenfalls zumindest tun sie nichts. Das könnte Heridium sein übrigens da, dieser große Brocken. Und das da könnte auch irgendwas sein. Das kennen wir noch gar nicht. Platin-Silikat, ja gut. Nehmen wir auch mit. Ja. Okay, verstehe. Dann ist auch Iridium vielleicht. Ich scanne erstmal ein paar Tiere. Das bringt nämlich in der Tat auch Credits, wenn man Lebensformen entdeckt. 2 von 15 Kreaturen gefunden. Vielleicht muss man den ganzen Planeten mal erkunden. Mal Mai Lama Octarest oder so ähnlich. Der Scanner ist ja noch nicht so weit entwickelt. Oh, 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 oh. Aua. Das tat weh. Ah, jetzt irgendein Viech, was uns angreift, glaube ich. Oder eine Pflanze. Das gibt auch aggressive Pflanzen übrigens. Oder so, so hybride Lebensformen. Da liegt irgendwas. Ein Schild oder so. Gitenungifä. Eisen. Ja, die haben wir, glaube ich, schon. Nee, doch nicht. Atropit. Atrophit. Atrophit. Okay. Ich frage mich, wenn wir sie neu entdecken, wieso sie Namen haben. Also, dann dürften sie ja eigentlich keine Namen haben. Müsste unbekannte Lebensform oder unbekanntes Gewächs 1 bis N heißen. Da ist ein Tier. Können wir das scannen? Sieht ein bisschen aus wie so ein Bär oder nee, wie ein Fuchs. Konnte ich jetzt so schnell nicht scannen. Aluminium. Okay. Da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht sterben aufgrund von mangelndem Strahlungsschutz. Dann können wir aber aufladen, glaube ich. Guck mal, wir haben Titan. Und den schieben wir auch, da haben wir genug. Ja. Okay, so, jetzt ist das mal erstmal wieder, der Strahlungsschutz wieder ein bisschen fitter. Zum Glück brauche ich gerade keinen Zink. Tamium 9. Ja, Tamium ist immer gut. Platin, ja, gut. Toll, da liegt irgendwas. Da wollte ich hin. Richtig. Atlas Pass V1. Ob wir den jemals kriegen? Platz gemacht.
Eine faszinierende Perle mal wieder. Sehr gut. Da hinten ist unser Raumschiff. Und da ist das Iridium, das wir abbauen. Genau. Jetzt wird es auch mal Zeit. 158 brauchen wir. Okay, wie viel haben wir jetzt? Haben wir genug? Also... achso, das ist im Raumschiff. Da haben wir 202. Das sollte dann ja reichen. Ne? Wir nehmen noch mehr mit. Iridium, Iridium, Iridium. So, zurück zum Raumschiff. Dabei noch... Aua. Der geschickte Einsatz. Ich bin mir sicher, mal auch das Jetpack irgendwie noch updaten kann. Ganz doll sicher bin ich mir da sogar. Naja. Platin. Jetzt können wir den Hyperantrieb bauen übrigens. Juhu, wir können den Hyperantrieb bauen. Sehr schön, dann können wir das Sternsystem verlassen. Okay. Hyperantrieb herstellen. Yes, Sire. Dummerweise fürchte ich, oder was heißt fürchte ich? Ich weiß es, wir müssen ihn aufladen. Der Hyperantrieb braucht Energie und eine sogenannte Warp-Zelle, sonst können wir ihn nicht benutzen. Und Warp-Zellen liegen natürlich nicht wie Sand am Meer rum. Aber da kümmern wir uns dann drum. Jetzt schauen wir erstmal. Noch ein bisschen rum. Da liegt ja überall noch Krempel. Kann man den noch mitnehmen? Das ist Aluminium. Das ist, glaube ich, Handelsware. Es dient, glaube ich, nur zum Handeln. Plutonium brauchen wir auf jeden Fall für die diversen Antriebe. So, und Iridium haben wir ja gerade geholt. Das ist scheinbar nichts. Das ist vermutlich Iridium. Ja. Oh Gott, wo wir gerade da sind. Auch unser Laser ist ja immer irgendwann leer. Okay, Lebenshaltung wieder etwas voller. Es wird dunkel. Also sollten wir jetzt nicht mehr allzu lange hier rumspazieren auf dieser Kugel.
Könnte sonst Ärger geben. Nein, Ärger nicht, aber man weiß ja auch nicht, was für Wesen da sich noch rumtreiben, nachts oder so. Das ist natürlich auch noch zusätzlich gefährlich. Tamium? Ah, das Inventar ist wieder voll. Ah, das nervt auch. Ich hoffe, da gibt es zwar irgendwann ein Upgrade. Das Iridium kann eigentlich weg. Ja, aber noch nicht schlimm. Also nach wie vor spannend die Frage. Oh, Gedrit gefunden. Da liegt irgendwie so ein rotes Kreuz-Symbol. Ist das vielleicht Gesundheit? Ja. Gesundheit auf Maximum. Lupa Fajikel. Da liegt noch was. Es wird nie richtig dunkel in dieser Welt, habe ich den Eindruck. Aber vielleicht täuscht das auch. Es gibt jedenfalls ein paar unschöne Geräusche. Flora interagieren. Alpitium Coquetus. Strahlungsschutz levelt. Ah, sehr gut. Tamium 9. Können wir gut gebrauchen. Schutzdrohnen da aller Art. Das ist nochmal Tamium, glaube ich, da hinten. Die Tiere machen mir ein bisschen Angst, diese Geräusche. Das Schöne ist, dass man nie sein Raumschiff irgendwie aus den Augen verliert. Egal, wie lange man rumläuft. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal Upgrades, dass man länger das Jetpack benutzen kann oder höher und weiter springen und schneller laufen und länger laufen und so. Das gibt es mit Sicherheit alles. Ich meine, hallo. Das ist ein Universum der Möglichkeiten, oder? Kann ich ein Imperium gründen? Und Darth Vader werden oder so? Naja, wer weiß. Ich glaube, das ist ein sehr chilliges Spiel, merke ich inzwischen. Also mir macht das sehr viel Spaß. Es entspannt ungemein, weil man im Grunde... Also ich lasse mich jetzt... Normalerweise, wenn ich ein Spiel fürs Let's Play aufzeichne, bin ich immer so ein bisschen unter Druck. Man will ja auch was schaffen und vorankommen und den Leuten was bieten. Ihr müsst jetzt damit leben, dass das ein bisschen chillig ist. Dass ich also durchaus auch mal irgendwie mir Zeit lasse, Sachen zu erkunden. Ja, anfänglich war ich ja drauf und dran, das Raumschiff schnell fertig kriegen und bloß weg von der Kugel und hast du nicht gesehen. Ja, alles tutti, aber ich glaube, in weiteren Folgen werden wir auch einfach stundenlang über Planetenoberflächen laufen. Und das Schöne ist, da ja die Wahrscheinlichkeit, dass es diesen Planeten schon mal jemand anders entdeckt hat, so gering ist bei der Größe, ist es einfach schön zu sehen. Ja, das kriege ich, glaube ich, nicht kaputt mit meinem Bergbaulaser. Nee. Es ist einfach schön anzusehen, wie ich das mache. Und natürlich gucke ich mir auch andere Let's Plays an von anderen Leuten. Einfach um zu sehen, was es für tolle Welten da gibt. Also wenn die das, wenn Hello Games das richtig macht, kann das noch richtig, richtig lange dauern und richtig lange leben, das Spiel. Weil man ja immer wieder Neues entdeckt. Wenn sie auch neue Sachen dazu bauen, sozusagen. Also wenn das nicht alles so eintönig bleibt. Es ist nicht eintönig, das will ich damit nicht sagen, aber es könnte natürlich auf Dauer, wenn man dann irgendwie den hunderttausendsten Planeten untersucht hat und alle irgendwie sich ähnlich sind, dann langweilig hin. Aber wenn es dann irgendwie, wenn man Koalitionen eingehen kann und Handelsbeziehungen und keine Ahnung, alles Mögliche machen kann, so einmal speichern, dann wäre das natürlich toll. Dann könnte man daraus ein richtiges, langes, lebenslang spielbares Spiel machen. Ich fürchte, das wird es nicht werden, aber wer weiß. Wenn man erstmal daran arbeiten kann, sich eigene Raumschiffe zu bauen. Ich glaube, es gibt auch, es gab sowas schon mal Open Source, so ähnlich Minecraft im Weltall. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß. Ich habe das mal gespielt, es war so basierte auf Java. Da konnte man Minecraft im Weltall spielen. Musste sich auch erst ganz mühsam so ein Raumschiff zusammen craften. Und es war auch unendlich groß, das All. Aber hier geht's ja. So, wir haben auf jeden Fall den Hyperantrieb gebaut. Navigationsdaten empfangen. Sehr gut.
Da hinten. Dem Signal folgen und zur Lebensform. Ja, das kennen wir ja schon. Dann fliegen wir da mal hin. Ist ja nur 4 Minuten entfernt. Allerdings mit meinem Impulsantrieb wird das sicher ein Ticken schneller gehen, bis wir da sind. Über einen großen See. Oder Meer. Ja. Scheint so zu sein. Dann fliegen wir da mal hin und schauen mal, was diese Lebensform für uns dann so am Start hat. Wird schon was Nettes sein, hoffe ich. Oder sie ist hostile, also bösartig, glaube ich aber nicht. Also ich glaube, ich werde die Forscherrolle einnehmen. Vielleicht werde ich aber auch Pirat oder so. Mal gucken, aber Entdecker fände ich eigentlich spannender für mich. Weniger Action geladen. Dennoch werde ich natürlich versuchen, irgendwann ein neues Schiff zu kriegen. Upgrades, alles upgraden irgendwie, dass es besser wird. Aber das ist noch lange hin. Ich weiß schon, warum ich 3-stellige Folgennummern gemacht habe. Vielleicht werden es wirklich mal über 100 Folgen. Wer weiß. Wenn ich die Zeit und die Lust dazu habe. Das ist natürlich auch immer so eine Frage. Ne? Man muss ja auch immer irgendwie... So eine Session dauert dann auch mal gut und gerne 2, 2,5 Stunden. Und die muss man auch erstmal haben. Aber gut. So, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Denn hier ist erstmal Schluss für heute. Tschüss!